New Mobility World heißt die neue Ausstellungshalle auf der IAA in Frankfurt. Hier dreht sich alles um die Zukunft der Mobilität. Vernetzte Autos, automatisiertes Fahren, Elektromobilität, Mobilität in Städten und Mobilitätskonzepte. Der ADAC ist dabei ein wichtiger Ansprechpartner für die Industrie. Wir werden angefordert, man will mit uns sprechen, man will unsere Meinung hören. Und das finde ich auch gut so, dass wir diesen Sprung wieder geschafft haben für die Hersteller, wie auch für die Zubehörfirmen, wieder da sein zu können. Allein in der New Mobility World gibt es 180 Aussteller mit verschiedensten Konzepten und Innovationen. Der ADAC stellt seinen Mitfahrclub als einen Baustein zukünftiger Mobilität vor. Der ADAC Mitfahrclub ist ein Angebot des ADAC zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Er ist kostenlos, können sich diese Fahrgemeinschaften bilden. Er ist für jedermann uneingeschränkt zugänglich. Der ADAC versucht damit, den Straßenverkehr zu entlasten, zusätzlich Parkräume zu schaffen und vor allen Dingen natürlich die Umwelt zu schonen. Wie verändert sich das Autofahren und der damit verbundene Straßenverkehr in der Zukunft? Das ist auch das große Thema für die Automobilindustrie. Bei jedem Hersteller wird davon gesprochen, wie es wohl in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren aussehen wird, wie wir vernetzt fahren, wie wir automatisch fahren werden. Bevor unsere Autos aber tatsächlich eigenständig fahren, müssen noch viele rechtliche und technische Fragen geklärt werden.